Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich erst schmieren. Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Was gibt's Neues? Du, bei Kohlwurst geh ich nicht mehr bei. Nee, wirklich. Ach, guck, bist du nicht nehmen? Nee, du, ich war am Wochenende schon richtig in Grünkohllaune. Hm. Also, ich sag, wie es ist. 4 von 5 Kohlwürste sind mir hochgegangen. Es nervt. Was? Da ist was hochgegangen? Ja, wenn du da mit der Gabel reingehst, zack, spritzt dir der Fettsaft in die Fresse. Das geht dir gar nicht. Ja, da ist Speckdruck drauf, das weiß man doch. Nee, manchmal mess nicht mehr. Wo ich nicht mehr beigehe, das sind diese Ofenbaguettes oder wie das heißt. Was da denn nur wieder? Also ihr seid ja... Also. Diese Dinger verbrennen dir immer den Gaumen und reißen dir alles auf. Da hast du gar keine Chance. Du, Georg, ich weiß genau, was du meinst. Wenn du den nachher mit der Zunge so drüber fühlst, dann weißt du manchmal nicht... Sind das jetzt noch Käsereste oder der Gaumen selber? Oder? Ja, weiß der Teufel, du. Weißt, was noch gefährlicher ist? Fondue-Spieße. Da geh ich überhaupt nicht mehr bei. Kennst du auch, ne? Beim Aufspießen habe ich mir letztes Mal die ganzen Pfoten zerstochen. Du siehst jetzt noch. Pute ist das Schlimmste. Dann willst du 2 Stücke auf den Spieß schieben. Ja, dann drückt man ja nach. Ja, und der dritte bist du noch hier selber, ne? aua. Kleiner Tipp. Ich schmeiß das ganze Fleisch so in den Pott und pick das dann mit der Melzerzange raus. Ah, ja. Kenn ich gar nicht. Kannst versehen, Georg, alles. Ich gehe ja nicht mehr so gerne an Eier mit Senfsoße bei, weil das mache ich eigentlich nur noch für Roggi. Ne, Roggi? Wieso das denn? Ja, weil beim Schneiden flutschen einen der Eier von Teller und machen Flecken. Ja, ich mache immer so eine Mulde ins Kartoffelpüree und schneide sie denn da drin. Du, damit halte ich mich nun gar nicht auf. So Senfeier sauche ich direkt vom Teller rein, also am Stück. Mhm. Aha, auch eine Möglichkeit. Also. Oh, mich kannst du mit diesen Kartoffelklößen aus der Packung jagen, du. Du kriegst sie nicht zerbissen und hinterher hast du so weiche Fetzen zwischen den Zähne. Ja, Franz, holst du die denn nach dem Kochen aus dem Beutel? Was für ein Beutel? Ist klar, Franz. Was macht Arisse? Ich brauche noch Gegenteil von gut mit 8 Buchstaben vorne SCH. Also das möchte ich jetzt hier nicht sagen. Also was ist das für ein Rätsel? Frühstück bei Stefanie.